Hallo zusammen und herzlich willkommen auf hoher See. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Raft. Vor mir, ihr seht es, die Spielekaiser. Hallo. Guten Tag. Ich freue mich sehr. Mit links wirfst du aus, genau, hast du. Und dann ranziehen und... Das kann ich jetzt dran buddeln? Noch nicht. Du kannst mit Tab, kannst du das Crafting-Menü aufmachen. Okay. Oh, ich habe zwei Stück direkt dabei, Maguire. Profi. Naturtalent. Ey, das ist ein Hai. Oh, fuck. Ja. Der ist... Ich habe das ja von... Ja? Ich habe das ja mal irgendwann bei dir im Stream gesehen. Das ist aber schon... Sehr lange her. Sehr lange her. Das war der Prototyp. Ja. Also, du kannst schon... Oh, der kommt! Der kommt! Das macht nichts. Der greift uns hier oben nicht an. Der greift ab und zu mal, beißt er in die Planken okay. rein. Deswegen geh mal auf Tab und dann hast du das Menü kann zum Bauen. Ich will ihn angeln. Dann zieht er mich mit. Hast du schon mal Hai geangelt? Nee, den kannst du töten, aber du kannst später auch Haiköder bauen, Sauerstoffflaschen, du kannst schwimmen unter Wasser an Riffs und wir sind ja permanent in Bewegung. Dann ist man in Subnautica, okay. Dann ist man in Subnautica, genau. Du sagtest Tab drücken, warte, ich hole den Haken. Tab drücken, genau. Da ist dein Crafting-Menü. Du hast auf dem Symbol mit den Schrauben, hast du Seile, das sind sowieso Grundmaterialien. Ja, Seil brauchst du, um... Das Ganze, okay. Die brauchst du, um daraus Seile herzustellen. Da kommen Fass, da in dem Fass ist immer viel drin. Okay. Warte, in der Brett holen. Nehmen das schon auf. Ich hab's. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt. Nee, langt noch nicht. Seile langt noch nicht. Ich würde mich als ersten Spieß herstellen, damit uns der Hai nicht. Ja, ja. Hab's. Okay. Ja, wir machen im Multiplayer ein bisschen Raft. Vielleicht holen wir uns auch abends irgendjemand dazu, je nachdem, wer Bock hat. Wir haben das im Livestream 6-7 Stunden gespielt. Das ist ein unheimlich cooles Spiel. Ich habe ja nur das im Angezockt ein bisschen gezeigt. Und es macht unheimlich Laune. Jackie hatte keine Lust. Das ist nicht sein Spiel, sagte er. Und, Es gibt Haie! Ja, es gibt Haie und man kann unter Wasser schwimmen und man kann Eisen später einschmelzen. Und das ist ein richtig cooles Spiel. Und wir wollen euch ein paar Folgen davon zeigen. Wir wissen jetzt nicht, wie oft wir die zeigen können. Aber ich hab Bock. Ja. Vor allem, wenn wir das bauen sollen. Ich hab 4 Palmblätter. Wow. Ja, mach dir Seile draus. Seile. Du brauchst, glaube ich, 3 Seile, um einen Spieß herzustellen. Okay. Jetzt am Anfang ist es ziemlich lästig, weil wir sind ja nur auf dem 2x2-Feld hier. Mehr Platz gerade? Genau. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Können wir das irgendwie erweitern? Genau, wir müssen einen Bauhammer dazu craften. Aber ich würde sagen, erstmal einen Spieß oder ich habe ja einen Spieß, damit kann du ich... Du willst ins Wasser, ne? Ich merke das schon. Nein, ich will nicht ins Wasser. Ich will den, also. Ich will einen Spieß haben, damit uns der Hai, wenn er uns anknabbert, dass wir den verteidigen können, weil sonst beißt uns das Stück heraus und wir haben da gar nichts super, von. Super, der Hase, ja. Gut ja, gemacht, der knabbert hier die Plättchen an, dann haben wir nur noch 3 zum draufstehen. Gell, Hai? Ich hoffe, da hat sein Kumpel mitgebracht. Er braucht einen Namen. Okay, wie nennen wir den Hai? Wie soll der Hai? So sagen die Zuschauer. Hai? Die Zuschauer sagen, wie der Hai heißt. In den Kommentaren. Nein. Wir nennen ihn erstmal Hai heute. Hai-Happen. Okay, ich kann mir einen Spieß herstellen. Okay, wir sind schon mal, wenn er jetzt kommt, kriegt er schon mal auf die Nase. Das habe ich nie. Du hast übrigens, wenn du Tab drückst, hast du auch ein Inventar, gell? Also oben. Du hast nicht nur die Leiste unten. Na, ich bin gerade ganz gut dabei. So ein bisschen ruhig, gell, wenn die Musik aus ist. Die Musik ist übrigens sehr schön, der Soundtrack, wie ich persönlich finde. Ja, das da verstehe ich in Spielen. Immer ist es aus. Unsere erste so, Engel kommt. Nein. Holzspeer meinst du, oder? Ja, aber muss nicht, du kannst auch einen Bauhammer machen, wenn du willst. Nein, ja, das ist so weit weg. Du verteidigst und ich, was? Die Fässer sind zu weit weg. Die, oh, da ist er. So. Ja, ich verteidige. Je höher. Er beißt rein. Nein. Okay, alles klar. Mit rechts auslösen wieder. Also manchmal backt die Leine noch so ein bisschen, dass er halt irgendwie... Ja, ja, das Spiel kommt am 22. raus oder 23. Also müsste Dienstag oder Mittwoch sein. Ja, ist so bald schon. Und wird ungefähr 20 Dollar kosten. Also wahrscheinlich irgendwie im Sale 17,99 Euro oder so. Ja, genau. Also ich finde, wir haben es gespielt. Wir haben wirklich, hier gibt es so kleine Details. Zum Beispiel, wenn du stirbst oder weißt du, wenn du... Ja, wenn du stirbst, drückst du nicht einfach Spawn, sondern dein Kumpel muss... Insel, Minjas. Ja, da können wir anlegen, wenn wir einen Anker hätten, aber so weit sind wir noch nicht. Und wir können tauchen, wir können an der Insel tauchen und Lehm und sowas besorgen. Aber das ist alles Late-Game. Ich gehe nicht ins Wasser, Du kannst ein bisschen schwimmen mit dem Hai, jetzt stell dich mal nicht so an, ich stelle mich aber genauso an, also ich mache jetzt nur eine auf dicke Hose. Ich gehe hier auf keinen Fall ins Wasser.
Wir brauchen Plastik und Holz. Und wir müssen Bauhammer machen. Ganz viel Plastik. Ein Bauhammer. Hab ich. Okay, dann kannst du, wenn du den einfach nimmst und guckst auf den Boden, kannst du unsere Plattform erweitern, was uns schon mal unheimlich weiterhelfen würde. Genau. Erstmal ein bisschen das Ding vergrößern. Hier noch einen hin. So, jetzt brauche ich Holz. Holz. Ich könnte hier hoch, aber ich habe keine Axt. Guck mal, da oben ist was zum Looten. Komme ich hier drauf und wieder zu dir zurück? Nee, das schaffe ich nicht. Beeil dich. Nee, das schaffe ich nicht. Ich komme da nicht hoch. Ich warte hier. Naja, das bloß aber nicht. Oh, da ist ein Fass. So, und es macht Sinn, dass das Floß in die Flussrichtung breit gebaut wird, weißt du, weil dann... Okay, guck mal, das Fass habe ich auch. Nein, oh! Also was ist passiert? Na, ich habe das Fass fast gehabt. Das Fass fast gehabt? Ja. Okay. Also wenn du kannst, erweitere ruhig die Plattform ein bisschen und dann müssen wir mal gucken. Wir müssen uns... Oh, Essen und so wird knapp. Da kommt noch... Das nächste Ziel ist unter Essen, den Wasserdestillator herzustellen. Da brauche ich noch 3 Planken. Hast du 3 Planken zufällig? Warte, erstmal ein Fass. Boom, Fass. Hier kommt eine Planke. Jetzt habe ich 3, ja. Ich habe eine, oder? Langt's? Nee, langt noch. Noch 3 Planken brauche ich. Hast du eine für mich? Ja, warte. Ich guck mal eben das Fass. Ich könnte auch darüber schwimmen und das holen. Meinst du, ich gehe das Risiko ein? Mit dem Viech im Wasser? Ja, der knabbert halt nur ein paar Mal. Fehlt mir halt ein Bein oder so, aber du kannst ja mir so eine Planke dran binden. Wie kann ich dir so eine Planke jetzt geben? Einfach auf den Boden ziehen, aus dem Inventar raus. Seven Days to Die Like. Dann gibt's ein Päckchen. Ah. Danke. Hier sind noch 2 Planken direkt wieder. So. Zack. Ist echt witzig, wenn du ein bisschen wartest. Stell dir mal einen Trinkbecher her. Warte. So viel Material gerade. Das kann ich nicht einfach vorbeischwimmen lassen. Aber was ist denn das? Das ist ein Wasserverdampfer. Guck, das steigt auf, wird kondensiert und ist da drüben dann drin. Du musst dir einen Plastikbecher machen, damit kannst du dann abschöpfen, aber das Flammen nicht vergessen. Und guck, wir müssen noch einen Haken herstellen. Der geht nämlich kaputt mit der Zeit, wie du siehst. Der hat nur eine Haltbarkeit. Sonst... Man kann später einen Anker bauen, mehrdeckig, eine Hängematte, einen Radioempfänger und. Also man kann hier noch... Cool. Das ist richtig gutes Spiel. Also im Livestream haben wir es wirklich lange gespielt und wären zu dritt im Multiplayer. So, kaputt. Plastikhaken. Ach, das ist billig. Ja, das ist relativ... Die Werkzeuge sind relativ günstig. Jetzt ist es noch dunkel, ey. Ich dreh durch. Ja. Ich habe mir schon mal einen hergestellt. Was spielst du? Ich meine, das wundert mich jetzt da ein bisschen, ne? Wieso? Ja, dunkles, tiefes Wasser... Ja, ich habe keinen Bock, jetzt baden zu gehen, das ist mal klar. Serendipity ist immer, die hat gespielt und Slash Hoffel und so. Die ist immer mit reingesprungen. Ins Wasser und hat einfach kommt so... Kommt man denn wieder rauf aufs Boot? Ja, einfach hochspringen. Also einfach davor Leertaste drücken dann. Okay. Oh, hi. Also kann ich jetzt Hai-Rodeo machen, ja? Ja gut, der knabbert dich halt an. Also er tötet dich nicht sofort. Boah, ist das hübsch. Wie kann ich das Inventar ausblenden? Gar nicht. Das Inventar ausblenden, Tab, oder was? Oder was meinst du? Nee, das Interface. Ausblenden, Entschuldigung. Hm? Gar nicht. Also weiß ich nicht, ob es eine Taste gibt, habe ich nicht ausprobiert. Müssen wir mal ausprobieren. Ich probiere mal. Das wäre ein dolles Glück. F12, nein, F11, F10, F9. Oh, warte mal. Hunger habe ich. Ich auch. Ich hab eine Möhre. Hast du was zu essen? So eine rote Möhre? Irgendwas Rotes, ja. Ich meine... Hat ein bisschen was gebracht, aber nicht genau. Viel. Genau. Hier, das Wasser ist durch. Warte mal, da trinke ich mal. Ich setze dir Neues auf. Was? Oh. So. Hast du einen Plastikbecher den gemacht? Oh, er kommt. Hi. Nee, habe ich noch nicht. Du kannst übrigens mit deinem Hammer, kannst du die Plank reparieren. Wenn du mit dem Hammer hergehst und machst rechts den Maustaster festhalten, dann hast du ganz unten, hast du das Menü reparieren. Da lässt du einfach drüber los, du musst nichts klicken. Und wenn du dann auf die Planken guckst, dann siehst du, was ich, 20% intakt oder so. Und dann klopfst du einmal links, damit du es reparierst. Und dann nochmal klopfen. Genau, jetzt ist es wieder. Genau. Also geht, wenn man so ein bisschen reinkommt ins Spiel und so weiß, dann geht's eigentlich. Wie viel Nägeln? Nägeln, die machst du aus Schrott. Okay. Also du hast ja, sammelst ja und teilweise auch Schrott. Inventar.
Haiköder. Ja, können wir den Hai damit anlocken, wenn man das möchte. Oh, mein Haken ist kaputt. Leere Tasse, meinst du? Ne? Ja, mache ich mir mal eine. Kleine Anbaufläche, oh wie süß. Ja, ganz doppelstöckig. Wir können richtig, also wir können... Da ist eine Möwe. Ist ganz schön duscht da, ne? Ja. Man gibt, später gibt es Standlichter, die man erfinden kann. Es gibt einen Erforschungstisch, mit dem wir Sachen erforschen können und so ein Kram. Und dann okay. Ist richtig cool. Also was sie draus gemacht haben aus der HRO-Demo. Hast du keine Rüben mehr? Nö. Ich auch nicht. Ich habe leider auch gerade nichts. Da kommen noch Fässer. Vielleicht ist da was drin. Also sonst eine Angel herstellen. Okay. Guck mal, ob du eine Angel herstellen kannst. Sounds good. Angel. Angelrute, nee, mir fehlen. Seile muss ich machen. Okay, warte. Ja. Dann kannst du direkt draufklicken, gell? Wenn du auf der Angel bist und siehst das Feld. Ach so, okay. Angelrute, kannst du es auch direkt herstellen. Ich hab eine Angel. Ja, sehr gut, dann angel einfach und hol Fische raus. Zur Not isst du die roh. Ich versuche uns einen Grill herzustellen. Okay, warte, ich probiere uns mal einen Grill herzustellen. Mir fehlt einmal Schrott. Oh, ist das fix mit dem Angeln, ne? Mir fehlt einmal ein Schrott. Ja, es geht sehr schnell. Wenn du anbeißt, hast du eigentlich was. Manchmal ziehst du auch einen Latschen raus oder eine Figur oder so ein Kram. Sehe ich den, wenn du anbeißt? Ja, der zappelt dann. Da habe ich gerade einfach nur Glück gehabt, oder? Ich habe noch gar nichts geholt. Na gut, du siehst ja dann im Inventar. Oh, fast, ja. Brauchst Schrott. Hast du Schrott? Kann sein, oder? Oh, das Meer wird unruhig. Das gibt ja, jetzt. Irgendwie schon. Das gibt ganz schön Wellengang. Also für jemanden, der seekrank wird. Wie kann ich den Fisch denn roh essen? Weiß ich nicht. Also links in die Leiste legen oder so? Ich guck mal, ob ich mir ins Feuer legen kann. Nee, das geht nicht. Wir brauchen einen Grill. Wie gesagt, ich brauche einen Schrott. Hast du einen Schrottteil einstecken, mach ich einen Grill. Ja. Drop it. Ich hab einen Embryo gegessen. Ja. Da Schrott. So. Ja, ich angle weiter. Ja, und ich setze den Grill. Jetzt krieg ich schön die Scheiße rein wahrscheinlich. Ja. So. Planken sind drin, Fische kannst du drauflegen auf dem Grill. Jetzt hab ich auch noch Durst. Ich hab richtig Hunger. Du müsstest auch mal, wenn du was hast, wenn du was gesangelt hast, ja, ich hab Durst bitte auf den Grill legen. Durst ist hier Wasser. Und einfach dein Becherchen links dran und okay. Dann. Aber wenn du wenn du was zum Grillen hast, ja, bitte ich auf. Guck mal eben, dass ich einen Fisch kriege. Ein roher Hering, yo! Ja, leg da drauf auf den Grill rechts. Willst du da mir zugreifen drauf? Nee, ne? Ich hab die andere noch unterschrieben. Oh, das Meer wird unruhig. Die Sonne geht auf. Oh, ist das schön. Einfach drauflegen mit E. Ja, also auswählen natürlich. Zack. Ah, sehr schön. So, jetzt ein Becher links drauf. Ja. Muss ich gerade einfüllen. Okay, und jetzt gehst du an den Rand vom Wasser. Ah, klar. Geh mal an den Rand vom Wasser und drückst E einmal. Und dann gehst du wieder in die Mitte drauf und legst in die Mitte rein. Okay. Das ist easy. Ja, man muss ein bisschen reinkommen. Hab ich schon getrunken? Nee. Ja, wenn du es trinkst, hast du Salzwasser, dann verlierst du Hydration. Dann machst du das rückgängig, was du gerade durch frisches Wasser. Mit Salzwasser füllen, so als Wasser drin. Und weiter angeln, damit wir. So. Mhm. Das war nix. War ganz schön Speed drauf gerade, wa? Ja, ist auch ganz schön Seegang, ne? Ich hab mich gesoffen, verdammt. Ja, das. Du musst auch immer mal, wenn du den Becher in der Hand hast und stehst am Wasser. Aufpassen, nicht direkt linke Maus dazu. Genau, mit rechter kannst du den wieder auskippen. Das ist manchmal von der deutschen Übersetzung noch nicht so optimal. Ah, Mist. Was ist das jetzt hier? Mit Süßwasser füllen. Yay. Genau. Und immer direkt wieder nach. Ah, jetzt geht's. Okay, ich angel weiter. Genau. Ich Fisch drauf. Hast du einen zweiten Fisch? Ist das immer noch? Der ist immer noch nicht gar. Achso, ich dachte, du hättest schon gegessen. Nein. Ups. Hi. Oh, fuck, der hat mich erschrocken. Oh, scheiß Viech. So, reparierst du nach? Boah, ich bin gleich kapeis. Hast du irgendwie eine rote Beere oder sowas im Inventar? Dass ich mich. Ich kann den rohen Fisch geben, wenn du willst. Nee, hast du. Du hast keine rote Beere? Ich hab gar nichts, nee. Okay. Oh, der Fisch dürfte doch gleich gut sein, nicht? Ja, dann müsste demnächst gut sein. Du hast Wasser gar nicht angesetzt. Ach, sorry. Ja, ich komme rein. Jetzt wird mir schon schwarz vor Augen.
Den Fisch muss. Gewerf mir mal bitte den Fisch hin, sonst bin ich hier gleich gepeister. Ich sterbe hier. Doch, hab ich. Ah, ich hab wohl auch schon. Schnell, drop it. Ja, drop it. Da, ah, der Fisch ist halt, warte. Okay, vielleicht lang's noch. Okay, sieht gut aus. Oh Gott, ich bin fast am Arsch gewesen eben. Weil wir mussten, du musst mich praktisch auf dem Bett legen, sonst wäre ich tot gewesen. Wir wollen ja nicht sterben hier in der ersten Folge. Also. Ja, ich habe die Fische im Inventar nicht gesehen, ich habe schon ein paar gehabt. Aber jetzt ist ja alles klar. Jetzt wird alles gut, das muss ein bisschen reinkommen, alles easy. Also der Tod ist nicht das Ende. Minuten. Wenn ich isst, du mich. Genau. Das ist mein Hass, wenigstens was. Ja, komm, das ist unter Freunden. Das ist doch. Ja. Einer von, also bist du die Frau, ich muss mich auf dich opfern. Was? Also immer weiter angeln und Wasser machen, das wird dann noch unser. Das wird Haupt noch ein gewisses Mantra. Ja, leider erstmal. Aber das wird sich beruhigen. Also wir werden dann an Inseln anlegen, wir werden noch tolle Dinge erleben hier auf Floß. Auf Floß. Wir nennen das Spiel als Floß. Das heißt ja auch. Ja, Raft. Genau. Genau, wir nennen das Spiel Raft. Voll eine gute Idee. Ich hab voll eine Idee. Das ist eine gute Idee. Die Entwickler so, hä? Ist da hinten ein Schiff oder was kommt da? Nee, eine Insel dürfte das sein. Das sieht aus wie ein großer Bau. Siehst du das? Das kann sein. Also es gibt so kleine schwimmende Flöße. Da dachte ich am Anfang, ich könnte da umsiedeln. Aber das sind Dinger, wo du Ressourcen kriegst. Cool. Der Fisch ist fertig. Du kannst ihn essen. Hau vielleicht nochmal einen drauf. Ja. Und ich trinke nochmal eine Runde. Ich habe 6 Fische in der Tasche inzwischen. Ja, und das ist doch gut. Kann ja richtig, richtig Gas geben. Immer nachhalten und dann geht das schon. So, ich mache mal noch einen Haken. Und, wie ist dein erster Eindruck bisher? Bis jetzt cool. Es wird gerade richtig... Gell, wenn man so reinkommt. Und deswegen haben wir nur den Anfang gesehen. Das wird ja noch richtig geil. Wir müssen mal gucken, wie oft diese Folgen kommen. Je nachdem... Okay, du hast das. Je nachdem, wie wir das schaffen, gibt es erst am Anfang vielleicht mal täglich eine Folge. Ansonsten so ein bisschen als Ausgleich zu 7 Days to Die für euch. Müssen wir sehen. Wir werden das noch nachher verhandeln. Wie viel... So, verhandeln, das hört sich an. Naja, wir die Kondition. 5,80 pro Stunde. Genau. Ja, wissen ja die wenigsten, dass du bezahlt bist von mir, damit du mit mir mitspielst. Nachdem Jackie den Vertrag aufgekündigt hat, wegen Familie und so weiter. Ja, da drüben, siehst du das links? Das ist so ein schwimmendes Ding. dort könnten wir hinschwimmen. Links. Oder mit paddeln. Wir können so ein Paddel bauen, dann können wir da hin paddeln. Ich wollte sagen, also schwimmen bei dem Seegang um mit dem kleinen Thunfisch. Mit dem da unten, ja. Der genau, gebt ihm einen Namen, Kinas. Genau. Wie soll unser Hai heißen? Kommt er immer wieder, auch wenn man ihn tötet? Nee, bringt sein Bruder. Okay. Wenn du ihn tötest, kriegst du erstmal ein fettes Hai-Steak. Reparier mal die Ecke bitte, wo du stehst. Ja, sofort, warte, ich muss Fass holen. Da kommen 2 Fässer. Wenn du Durst hast, trink hier bitte. Ja, alles mach gut. Dich. Ja, bist du voll mit Wasser? Dein Wasserspiegel? Nee, voll, ganz voll nicht. Nee. Wie viel hast du denn? Prozent. Hälfte. Dann trink. Du wirst ungefähr die Hälfte damit auffüllen. Trink, mein Sohn. Ja, es geht darum, dass wir das Wasser nutzen, also dass wir immer durchkochen, weil es kostet uns nichts, außer ein bisschen Holz. Ja. So, und die Plattform erweitern wäre gut, und zwar hinter dem Grill, damit ihr uns, wenn der hier in die Ecke... Ui, ich bin runter. Der Hai! Nein, er hat nein, das nein! Oh Gott. Wie? Er hat mich mal angeknapst. Wenn ich den Hammer in der Hand habe, da will er mir direkt eine Treppe bauen. Was soll das? Ja, du kannst mit Rechtsklick das andere auswählen, genau. Foundation Holzdach. Ach, was süß. Ich habe erweitert. Ach, du kannst auch, okay. Hier. So, ich repariere auch mal hier. Ah, ja. Ja, so. Ja, langsam wird's. Oh. Noch ein bisschen angeln. Nix. So. Hui. So. So, aha, guckt euch das an. So, also wir müssen dann grundsätzlich in die Beine gehen, aber. Ja, es wird lang. Ich habe einen Bauplan gefunden. Genau, ich auch, für eine Antenne. Ja. Könnte sein, dass wir sie beide jetzt haben. Die Fässer sind halt echt effektiv. Es gibt später noch so Schleppnetze, die man erfinden kann. Also die man hier vorne dran macht, wie so eine Reuse, weißt du, wo dann die Fische, wo das Strandgut dann da eingefangen wird und so weiter. Daheim komm schnell. Ja, ich guck mal, wenn er hier wieder reinbeißt. Komm her, ich hab mein Spieß schon raus. Ach, verdammt. Da ist er. Ja, sag ey, die Ankündigung. Naja. Langsam kennt man den Kollegen hier. So, ist wieder repariert. Spieß müssen wir neu machen. Denkt dran, die Werkzeuge mal rechtzeitig noch nachzustellen.
Ja, ja, ja. Sonst langt dir gegebenenfalls das Material nicht. Und dann jetzt einen Plastikhaken. Mach dir mal zwei, komm. Ne, musst du nicht. Also, du siehst ja, wenn er... Paddel, fehlt mir Kunststoff? Da ist auch das hier, oder? Ja, die Behälter. Die alten Ölkanister hier von der... Oh Mist, zu kurz. Paddel herstellen. So, Planke, okay. Genau. Eine Axt. Ich würde sagen, wir haben gute Grundlagen für die nächste Folge von Raft. Raft, und, das ist ein schöner kurzer Folgentitel. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ja. Würde ich sagen, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir nehmen wieder wie beide auf. Ihr könnt praktisch beide Seiten sehen hier. Und bis zur nächsten Folge. Morgen oder übermorgen, je nachdem. Genau. Wie wir es hinkriegen. Bis dahin. Tschüss.